Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, ich glaube, spät, aber verdient. Wir sind lange Zeit dem Rückstand hinterhergelaufen, haben viel Ballbesitz, haben in der ersten Halbzeit 3, 4 gute Angriffe über die rechte Seite, gute Flanken, wo ja immer mal der Fuß gefehlt hat, haben aber da, glaube ich, auch schon ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit dann weiter angelaufen, sehr viel Ballbesitz gehabt, die letzte Durchschlagskraft nach vorne mit Sicherheit gefehlt. Man hat dann schon gemerkt, auch die englische Woche, dass sie natürlich zerrt. Darf nicht vergessen, Heidenheim natürlich eine ganz, ganz heimstarke Mannschaft. Ist nicht leicht, hier ein Tor zu erzielen. Dann haben wir junge Jungs auf dem Feld gehabt, wie Boubacar Berry mit 19 Jahren, Vadim am Ende mit, glaube ich, seinem zweiten Einsatz jetzt in der zweiten Liga. Da hat man gemerkt, dass wir uns noch entwickeln müssen. Aber eins haben wir auch gesehen, dass die Mannschaft Riesenmoral hat, gekämpft hat bis zum Schluss, wirklich alles getan hat für diesen Ausgleich. Und ist dann letzten Endes auch mit diesem Tor, mit diesem schönen Freistoß von Enrico Valentini belohnt worden. Danke sehr. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.